Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Play Warhammer 40k Mechanicus. Wir werden diesmal dem guten Roh helfen im Akrolik-Sektor. Denn ja, Flammenwerfer ging noch gar nicht mal so schlecht und die Gegner sind noch annehmbar, sagen wir es mal so. Die sind noch annehmbar. Strahlungsschäden. Wegen Schiffsschäden im Warp-Transit musste die Castus Metallica einen großen Teil ihres Treibstoffreserve abwerfen. Quartiermeister Roh schlägt vor, isotopisches Material aus dem Grab des Akrolyk als Treibstoff für die Sestus Metallicans zu nutzen. Suche Isotrope. Das können wir doch lieben gerne machen. So. Dazu holen wir uns der Adept natürlich hinzu. Wir haben hier Skitari Vanguard Alpha. Taser Sporn fügt Zonen Damage hinzu. Nahkampfattacke für einzelne Ziele. Wenn das Ziel getroffen wird, wird dies zu einer kegelzurigen Attacke, löst einen Ge Gelegenheitsangriff aus. Okay. Aber ich würde eins. Wobei, können wir sagen: 1, 2, 3, was soll es? Von jedem Epos. Von jedem Epos 10 Punkte heilen. Ignorierung von den ganzen Sachen, das passt soweit. Magische Bibel zum Orbit erreicht. Danke, Quartiermeister. Ich möchte, dass wir die Dauer dieser Mission in geosynchroner Umlaufbahn bleiben. Treibstoffreserven kalkuliert, geosynchrone Umlaufbahn möglich, aber nicht sicher. Anschaffung zusätzlichen Treibstoffs empfohlen. Aufmerksamkeit erforderlich. Unruhige Neuigkeiten, Markus. Die Tanks sind fast leer, nicht annähernd ausreichend, extrem problematisch. Warum ist es um unsere Vorräte so schlecht bestellt? Wir sind gerade erst hier eingetroffen, Quartiermeister. Warpreise suboptimal. Neue Berichte über Fracht, die infolge der Schäden in der Leere verloren ging. Höchst inakzeptabel. Wie ist also die Lage, Quartiermeister? Einsatz bewaffneter Truppen auf feindseligen Planeten sehr kostspielig. Logischer Komplex. Betriebskosten der Stationierung der Kestus Metallican im Orbit keineswegs belanglos. Krise bei isotopische Treibstoffmaterial für Kernreaktoren. Enttäuschung und Frustration überfluten meine Neurospeicher und müssen isoliert werden, um eine Lösung zu finden. Hast du einen Vorschlag? Das Grab von Akrolik enthält starke Spuren von radioaktivem Zerfall. Vorräte von notwendigen Materialien vorhanden. Erbitte Anschaffung vor Vorablauf der Halbwertszeit des Materials. Okay. Dann holen wir ein bisschen Sprit. Aber dass sich Michalkos so weit misskalkuliert, ist auch was. Das Grab von Akrolik ist nicht gerade einladend, Markus. Bist du sicher, dass das Risiko wert ist, es zu betreten? Wir können unsere Mission hier nur erfüllen, wenn die Cestus Metallican genug Treibstoff hat, um eine stabile Position im Orbit zu halten. Also gut, hoffentlich ist sich der Quartiermeister bewusst, wie kostspielig Missionen dieser Art sind. Kosten des einzigen geringer als Wert des gewonnenen Ressourcen. Mission nach mathematischen Kriterien gerechtfertigt. Nun, wenn du so ausdrückst. Okay, wir haben hier ein paar Punkte, hier ein paar Punkte. Wir haben hier was, würde ich mal sagen. Wir gehen direkt hier rüber. Was soll's? Wir lassen es direkt krachen hier an der Stelle. Eine Glyphe und die ist rot. Also nehmen wir die nicht. Das war mehr als vorteilhaft. Dann gehen wir hier rüber. Ein gefallener Skitari. Ah, okay, was haben wir gemacht? Ist so. Die zwei auf dem Boden links gelassen, der Strahlung offensichtlich zu Opfer gefallen, die dort unbedeckt liegen zu lassen, wäre ein Sakrileg, aber als andere würde unnötiges Risiko bedeuten. Beten? Bergen? Wir verbrennen die Leichen. Okay, das haben sie mitgenommen. Das haben sie definitiv mitbekommen. Ich lese es nicht gerade vor. Das war jetzt nicht ganz so schön, gebe ich zu. Gebe ich auch mal direkt, das wird echt nicht schön. Schauen wir hier, wieder Glyphen. Wir gehen nochmal links rüber. Heilung? Das wäre jetzt gut, hätten wir Schaden genommen. Ganz offen und ehrlich zu, das wäre gut, hätten wir Schaden genommen. Schauen wir doch mal. Was wir jetzt so Schönes bekommen können. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Gegner. Scannen oder zerstören. Da habe ich eher für Scannen. Gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich eher für Scannen. Okay, was haben wir denn hier?
der als erstes rüberkommt, also würde auch direkt angreifen. Das heißt, du kommst darüber. Du kommst darüber. Und du bist der Micha. Du bist ja der, wo heilt. Du bist hier drüben, yep. Also, wir können eh nicht so viel machen. Ja, danke auch fürs Gespräch. Wer zuerst? Okay. Dann können wir das scannen. Das können wir nicht scannen, schade. Dann das hier mitnehmen. Wir brauchen ein paar kognitive Pünktchen. So, du kannst momentan ihn nicht angreifen. Aber wenn wir dich hier hinstellen würden, wir gerade dich eins nach vorne. Dann kannst du ihn abschießen. Ah, 7, okay. Der kann noch ein bisschen was aushalten. Hier nochmal drauf schießen. Da hinten ist als nächstes dran. Das hinten möchte ja auch gescannt werden, so quasi. Kommen wir denn hier schon hin? Kommen wir sogar? Aber ich würde es nicht machen, weil es zu viele sind. Es sind momentan noch zu viele. Und nach darüber stellen. Okay, lassen wir mal so. Wunderbar. Wer ist das nächste da hinten? Der juckt uns gerade ganz und gar nicht. Noch einmal einen kognitiven Punkt holen. Denn nur so kann er nämlich seinen Nahkampfwaffe. Ach, ich habe sie ausgetauscht. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. So, bitte einmal hinstellen. Dann haust dir mal kurz einen auf den Deckel drauf. Hat ihm jetzt gar nicht so viel gemacht. Ist natürlich nicht so schön. Kurz Maschinengeist machen und einmal reparieren. Aber ich glaube, du kannst doch noch Feuer frei machen. Okay, es gibt keinen hier. Mist. Schade, das wäre jetzt zu schön gewesen. So. Dann stellst du dich jetzt mal hier rein. Ich würde sagen, du hast doch noch auf jeden Fall was übrig. Einen kleinen Punkt nehmen. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen... Ach, das ist, das ist der Massenangriff. Dann schießt bitte nach da hinten. Yep, das sollte ausreichen für den Moment. Ja. Oh, das könnte wehtun. Ja, gerade unser junger Adepten. Oh, bei. Ah, das ist gut aufgedeckt. Das ist echt gut aufgedeckt. Ja, Stufe 2 werden wir nicht verhindern können. So, jetzt könnten wir jemanden holen. Ein Skitari wäre nicht schlecht. Wäre ganz und gar nicht schlecht sogar. Mach mal, komm, was soll's. Wir brauchen noch mehr Leute. Oh, Dankeschön dafür. Das war doch so einiges wert. So. Dann sagen wir nämlich... Auf ihn draufheuern. 3 ist schon mal gut. Wenn wir das gleich nochmal machen könnten, würde ich nicht nein dazu sagen. Numero uno ausgefallen. Und du stellst dich so gut es geht da drüben hin. Gefolgt natürlich von unserem Heiler. Ich könnte es jetzt machen, aber das bringt mir gerade nichts an der Stelle. Ganz und gar nichts. Wir nehmen weniger Schaden, stehe ich fest. Dem bin ich ziemlich offen sogar. Das ist richtig offen sogar. Nur 2 bis 4, weg mit dir. Ah, ich hätte den anderen eher abschießen müssen. Ah, Mist. Das war jetzt mein kleiner, aber feiner Fehler. Okay, du gehst hier rüber. Dankeschön, mehr kannst du nicht machen. Wir sagen kurz, du schießt auf ihn drauf, dass der nicht mehr wiederkommt. Dann schießt du auf ihn drauf, das ist niemals verkehrt. Und dass wir so schnell wie möglich arbeiten. Nur Schaden absorbiert, ernsthaft. Moment. Ich möchte bitte die Signus Omnisa haben. Gepriesen. Dann machen wir dir die nächsten 4 Angriffe. Gepriesen. Hätte ich auch früher machen sollen eigentlich.
Ich meine, ich das früher machen sollen. Okay, so. Dann hau ihm eine rein. Wunderbar. Gelegenheit kann ich jetzt nicht machen, aber ich kann noch... Ah, hier, gucke mal. Feuerbefehl geben. Skitari, Feuer frei. Und... mehr Schaden fürs nächste. Das hätte ich auch davor machen müssen. Egal. Kann er? Ja, kann nicht drauf schießen. Ja, kann nicht drauf schießen. Okay. Ich kann ihn hier hinstellen. Das würde gehen. Das würde sogar gehen. Weil dann kann er nämlich auch noch angreifen, würde ich sagen. Erstmal sich selber heilen. Ganz wichtig. Je mehr wir uns selber heilen, umso glücklicher bin ich. Und mit der Pistole bitte einmal draufschießen. Dankeschön. Das hat ihm jetzt richtig gut gefallen. Und wir können noch sagen... ah! Ja, ich bitte doch darum. Einmal hin. Die zwei nehmen. Das ist richtig gut. Einmal scannen. Ist das... deswegen ist das Ding jetzt aufgegangen. Mist. Okay, das war jetzt ein Zug, den ich so jetzt nicht vorgesehen habe. Definitiv nicht. Wir könnten noch jemanden herholen. Und das werden wir auch, glaube ich, machen. Direkt hier vorne einen hinstellen. Beziehungsweise, nein. Ich möchte dich ausprobieren. 10 auf 10. Nahkämpfer. Natürlich. Dann haben wir ihn nämlich auch mal ausprobiert, den Vanguard. Mit Nahkampfschaden sogar. Du bleibst direkt mal stehen. Dann sagen wir, du hier. Bitte einmal hinstellen. Das absorbieren. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Dann schnappen wir uns noch von da hinten was. Das ist schon mal gut und das ist fein. Und wir schießen das Ding hier zu Klump. Und du auch noch drauf schießen. Wunderbar, Necron-Erweckung minus 2. Läuft. Gelegenheit. Der hat keinen Nahangriff gehabt. Ne, der hat nichts. Das heißt, du bleibst mal da hinten für den Moment. Ich wollte gerade sagen, du wirst hier nicht unbedingt abdampfen. So, einmal auf ihn draufschießen. Ist niemals verkehrt. Und anschließend dorthin stellen. Mehr kannst du nicht machen für den Moment. Dann scannen wir dich hier. Ja, bitteschön. Oh, das ist eine gute Mission. Das ist eine richtig gute Mission. Ah, jetzt kommt da einer raus. Ah, nicht so schön. Nicht so schön. Macht aber nichts. Dann können wir nämlich sagen, du hier. Angriff da aufmachen. Nur drei Schaden. Ach, komm schon. Wir hatten noch übrig. Einen. Das reicht aber hierfür nicht mehr aus. Wir haben jetzt hier nochmal einen dazu. Dass wir jetzt ein bisschen schneller agieren können. Dann sagen wir bitte hier drauf schießen. Und wir gehen direkt zum nächsten über. Yep, das machen wir. Noch einmal den Punkt, um das Ganze durchzuziehen. Wahrscheinlich, weil ich gerade sagen würde, ich jetzt hier eine rauskommen. Aber mit Glück könnten wir ihn sogar bestrafen für die Aktion. Oh! Okay, wir müssen nicht mehr Eis zerstören. Schade, ich wollte es eigentlich... eigentlich wollte ich das jetzt noch machen, aber okay, gut, was soll's. Ich sage jetzt auch nicht dazu. Eine Reihe Metall... Metallener Torbögen im brustianischen Stil säumen den von den Kohorten linken Durchgang. Die Torbogen scheinen irgendwie Funktion zu haben, aber welchen Zweck sie in Akrolex-Graben füllen, will sich der Kohorte nicht erschließen. Demontiert die Torbögen einen nach dem anderen, Zeit auf es sicherer und sucht die ersten Torbögen. Wenn es sich um eine Furcht handelt, findet einen Weg, sie zu deaktivieren. Schreitet die wahre Furcht durch Nachkommen des Mast,
durch den Torbogen. In dem Fall sage ich mal neugierig sein. Hat sich ausgezahlt. Der erste Torbogen erweist sich als Energiefeldprojektor. Diese Tech-Priest stellt fest, dass er durch ein einfaches Überbrückungsritual überladen werden kann. Der Tech-Ritus lässt die Schaltkreise der Vorrichtung durchbrennen und entschärft die restlichen Torbögen im Tunnel. Eine gelungene Demonstration der Überlegenheit des Omnisia und ein Sieg der heiligen Logik über die Hinterhältigkeit der Aliens. Das ist so nicht schlecht, gebe ich zu, das ist so nicht schlecht. So, einmal hier wieder rein. Alle mitnehmen. Ja, das hoffe ich, dass ich das nochmal senken kann. Das wäre wünschenswert an der Stelle. Aber die Formel-Mission, die war echt gut. Die ist echt richtig schnuckelig abgelaufen. Okay, töte alle Feinde. Das sind viele Feinde. Okay. Der zeigt mir rein gar nichts an. Wie wäre es denn, wenn wir zuerst hier rübergehen würden? Das wäre wahrscheinlich auch nichts Verkehrteste. Da haben wir was zum Töten oder zum Zerstören. Es bewegt sich irgendwo dahin. Ja, ich sag mal in nahen Griffieren. Der andere. Das sind auch drei Stück. Unser guter Pistolenmann hier rüber. Unser Markus der Heilung dahinter. Und dann sagen wir noch, das Gitari kommt hier auch mit. Brauchen wir noch unseren Nahkämpfer hier. Und noch einen Vanguard hier nach unten auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ja der erste. Ist es natürlich jetzt nicht ganz so schön. Der kommt zuerst dran. Danach die beiden da oben. Dann würde ich sagen, mit ihm warten wir noch ein bisschen. Runde verzögern, yep. Ja, das war klar. Das war klar, dass er zuerst reingegangen wird. Okay. Ich brauche Punkte. Ach, weil der nicht aktiv ist, deswegen. Okay. Der ist nicht aktiv, das Ding. Okay, dann sagen wir doch mal... Schieße auf ihn drauf. Weil der verschwindet eh beim nächsten Mal. Wunderbar. Drei Schaden angerichtet. Nochmal drauf schießen. Mit einem Critic sogar. Das ist schön. Und teile bitte ihn wieder hoch. Wenn wir reparieren können, dann reparieren wir auch. So schaut es nämlich aus. So, Nahkämpfer haben wir jetzt gerade keinen. Nein. Das schaut interessant aus. Das könnten wir vielleicht vernichten beim nächsten Mal. Oh je. Ja, das sind Schmerzen. Moment, die holen sich die Punkte. Moment, das kann ich so natürlich nicht akzeptieren. Vier Schaden ist böse. Die sind da schon ein bisschen heftiger, so wie es ausschaut. Okay, weißt du was, bewege ich da hin? Ich schieße zuerst auf ihn hier drauf, was soll's. Null Schaden? Null Schaden? Du machst mich fertig, du machst mich echt fertig. Okay. Du absolvierst später das hier. Und auf nach da oben. Egal was ist, auf nach da oben. So, wenn du so weit nach vorne kommst, kannst du zumindest den ersten Necron hier mal ausschalten. Aber wir müssen Schaden anrichten, das ist ganz wichtig. Richtig wichtig sogar, genau. Ein Critic ist niemals verkehrt. Noch einmal bitte. Lobpreisring. Befehl der Macht. Das ist wieder was, was ich früher machen müssen. Definitiv. Aber gut, für den nächsten Angriff ist das jetzt auch schon mal etwas. Das bringt mir rein gar nichts momentan. Ja, ich weiß, das wird jetzt schießen und nur zwei Schaden, das ist verkraftbar. Das ist definitiv verkraftbar. Ja, lass ihn in Ruhe. Zum Glück habe ich da hinten ein paar Leute, die was heilen können.
So, du ab nach vorne. Ich will darum Vollkampf raufschießen. Als andere wäre das von mir ein Ketzerei an der Stelle jetzt gewesen. Okay, du gehst dorthin. Kann ich nicht machen? Oh, okay. Dann schnappt ihr das da hier. Ich brauche kognitive Punkte, so viel ich nur bekommen kann. So, dann reparieren. Beziehungsweise, wie viel hat er denn momentan? 3. Bis das nächste, wo drauf schießen kann. Ja, wir probieren es nochmal aus. Ich habe ja noch meine Litanei der Heilung. Die wäre ja auch nicht gar nicht mal so schlecht. Außer Reichweite. Wir kommen. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch schießen. Ich wollte doch schießen. Ah, Mist. Okay, ab nach da vorne. Mehr kannst du gerade eh nicht machen. Nope. Einmal verklickt. Sowas kommt dabei raus. So, jetzt da. Du hier, mein Gutster. Falle kann er auf ihn drauf. So was von auf ihn drauf. Feuer frei. Zagadadadam. Kein Schaden. Das ist jetzt etwas dümmeliger Natur. Schuss Nummer 1. Hoffentlich bringt es was. Yep, das bringt was. Je mehr Schaden ich an ihn machen kann, umso glücklicher bin ich nämlich. Ihm ist das Ding nämlich mehr als nur aufhalten können. Der nächste, der kaputt ist. Und hier mitnehmen. Sowas von mitnehmen. Dankeschön dafür. Und passt soweit. Nein, ich habe die Litanei nicht gemacht. Ich habe die Litanei nicht gemacht. Mist, 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 Mist. Ja, der ist irgendwie ein bisschen ungünstig, sagen wir es mal so. Okay. Wie können wir aushelfen? Indem wir dich jetzt hier hinstellen. Und hoffen, dass wir ihn gut abschießen können auf die Entfernung. War jetzt nicht schlecht. Hätte besser sein können, aber war jetzt so nicht schlecht. Das ist eine Überladung, Feuer frei. Nochmal, Feuer frei. Er ist down, das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. Und hier rüber hin. Der kommt hier nicht mehr lebend raus. Was kann ich jetzt sagen? Der kommt hier nicht mehr lebend raus. Draufhauen. Zwei reparieren. Das passt soweit schon. Damit die zwei zumindest füreinander da sind. Feuer frei. Ja. Kann ich den jetzt nicht da hinstellen? Ja, kann ich sogar. Oh, herrliche Natur. Okay. Möchte ich die jetzt da lassen? Nein, du darfst dich nochmal hier hinstellen. Und für eins wieder dort hinstellen. Egal, Hauptsache, das ist weg. Hauptsache, das ist weg soweit. So, passt. Count dann runter 10. Mir egal. An der Stelle mir ist sowas von egal. Er kann keinen Fünfer machen. Er kann keinen Fünfer machen. Dankeschön. Das wäre nämlich echt zu böse jetzt gewesen. So, du nach dorthin stellen und schieß ihm mitten ins Gesicht rein. Dankeschön. Mehr wollte ich doch von dir gar nicht. So, da jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Acht Meter Reichweite. Weil ich glaube, die drei können das hier recht gut bewerkstelligen. Dann schauen wir eher, dass wir dich dorthin bekommen. Yep. Und du den hier mal abschießt. Das war gut. Dann stellen wir dich wieder hier ins Eck. Dann bist du nämlich geschützt vor irgendwelchen Problemen. Okay. Sitzt Bastard Luft. Wir kommen die Dinger, das ist schon mal gut. Du gehst direkt hier hin. Und durch ihn quasi Meuchelmördern. Voll keine voraus.
Wunderbar, wunderbar. Und dann stellst du dich schon mal hier hin. Beziehungsweise, eigentlich nicht. Eigentlich, du kannst weiterlaufen. Du kannst... Oh. Oh, Säureschaden, da war was. Das unten hätte ich gerne, muss ich gestehen. Das hätte ich wirklich gerne. Servoschädel. Auf dich hier drauf. Dann sollte der nämlich weg sein. Richtig, richtig, richtig. Dann müsstest du eine Heilung haben. Du hast keine Heilung momentan. Okay, schade. Feuer frei. Und Feuer frei. Bevor wir dich dann quasi nach da hinten hinstellen. Beziehungsweise wir könnten... Ah, warte mal, ich habe Idee. Diese Neider Heilung des Lebens. Um 10 repariert. Das ist nämlich gut. Dann können wir nämlich wirklich sagen... Das können wir machen. Haha, da gehen wir hin. Was soll es dich da hinstellen, bitte? Dich dorthin stellen. Markus, der wird es da unten nicht so ganz so gut gehen, aber egal. Ein Skitari. Ja, die stellen wir erstmal hier rüber. Was soll's. Und Feuer frei. Das tat mir schon mal nicht gut. Das ist schon mal richtig gut, wenn es ihm nicht gut tut. Servoschädel, ja, bitte. Auf. Sieh mal, was machen wir am besten? Auf das hier drauf. Und danach sagen wir, komm. Voll kann hier überrennen. Mit dem Maximum, auch wenn hier beispiel was rauskommt, egal. Das passt schon. Dann noch einmal. Ja. Ich möchte bei dir rüber. Das wäre natürlich noch besser. Du bitte drauf schießen. Und dann nochmal drauf schießen. Und dann bitte hier rüber bewegen. Dann war's das auch. Yep, definitiv. Dann bewegst du dich auch zurück. Mehr geht ja eigentlich momentan gar nicht. Passt soweit. Und der Gutste hier kann sich auch nochmal was schnappen. Oh, das klingt nach einer richtig guten Idee. Bitte einmal dorthin stellen. Yep. Und wir sagen, wir blitzdingseln den da drüben. Und dann bist du auch durch für den Moment. Hahaha. Hier kommt der Mechanikus. So, der kann nichts holen, würde ich sagen. Nee, der kann echt nichts holen. Dich können wir mal eine Runde verzögern für den Moment. Ja, einmal Runde verzögern. Au. Okay, du auch Runde verzögern, weil du einfach nicht rauskommst von da hinten. Ja, definitiv. Definitiv an der Stelle. Du hier, schieß auf ihn drauf. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir so weit wie möglich vorkommen, um noch quasi Unterstützung liefern zu können. So, der Lab. Okay, dann sagen wir, du gehst erstmal hier hin. Dankeschön. Dann sagst du, überladen auf ihn hier. Nochmal auf ihn drauf. Und dann schlagen wir im Nahkampf noch eine richtig über die Mütze. Wunderbar. Rüstungsbonus geben wir noch jedem. So, wenn wir jetzt den nämlich noch ausschalten könnten, wäre es nämlich echt schnieke. Und wir machen noch den da hier. Ah, das geht nicht, okay. Das scheint nicht zu gehen, aber wir können uns zumindest vor ihm stellen.
Dann kann er zumindest schon mal nicht in den Fernangriff gehen. Param pam pam, hier rüber stellen. Dankeschön. Hier könnte ich ihn mit meiner Pistole angreifen, aber ganz ehrlich. Ich muss jetzt immer gucken, dass ich mich erstmal kurz hier bewege. Mit dem dann da drauf schieße. Ja, so ungefähr. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das war definitiv nicht gut. Ich helfe ihm mal kurz. Ich helfe ihm mal ganz, ganz schnell. Bitte schön, am Hochhain. Dieser Radius ist einfach atemberaubend, sagen wir mal so. Okay, danke dafür. Du bewegst dich nach dort drüben hin. Mehr kannst du gar nicht machen. Dankeschön. Ja, ich weiß. Schaden. Er nimmt Schaden durch das Ganze. So, dann sagen wir nämlich noch. Damit könnten wir ihn vielleicht ausschalten, aber zuerst einmal stellen wir dich hier dorthin. Wir gucken nämlich, wenn das nämlich nicht geht, ist das das Wichtigste gerade. Wunderbar. Hier rüberstellen. Einmal kurz selber hochheilen. Und danach mit einer Überladung auf ihn drauf schießen. Ja, yep, ich glaube, das ist nicht schlecht verlaufen. Ganz und gar nicht schlecht sogar. Boah. Ich wollte gerade sagen, dich brauchen wir gerade nicht, Runde verzögern. Du kannst ihn vorhin, glaube ich, kaputt machen, oder? Ja. Einmal ins Gesicht geschossen und weg damit. Runde beendet. Noch ein paar Bonuspunkte bekommen und alles. Keine Gefahr verbleibt mehr. Aha. Ich bin begeistert. Der Radsensor der Korde registriert ein spurmögliches Ziel, Isotope. Die Spur führt sie zu einer Reihe halb eingestürzter Kammern, die unter dem Gewicht der darüber liegenden Landezone völlig einzubrechen droht. Diese Spur nachzugehen, könnte fatale Folgen haben oder die Korde schnell ans Ziel führen. Berechnen also hier den Zustand der Kammer, wir verlieren dadurch etwas Zeit, können aber die Risiken reduzieren. Trotz der Fahrt, damit die vermutlich so wert sind. Vorsicht, nehmt einen Umweg in Kauf, die Mission scheitert, wenn die Kohorte fällt. Na, wir berechnen das Ganze erstmal. Wunderbar. Die Kohorte analysieren die Stabilität der Kammer, bevor sie sich auf den Weg macht. Dank ihrer Erfahrung weiß sie, welche Stellen sie vermeiden muss. Und obwohl sie durch diese Vorgänge nur langsam vorankommen, erreichen sie die andere Seite unverletzt. Ihr kundiges Scan bringt außerdem ein Vorrat seltener Elemente zum Vorschein, die dadurch eingeschlüsselt freigelegt werden. Und wir haben die Gamma-Pistole bekommen. Und wir haben das Ding abgeschlossen mit nur Wanderwitz 2. Die Gorde erbeutet ein Vorkommen von Baren aus einem seltenen Isotop, gewonnen mit unbekannten Nekromethoden. Sie können die Beute zum Eingang des Grabes zurückbringen, um sie zur Umwandlung in Treibstoff für die Cestus Metallicans bereitzustellen. Wunderbar. Du hast deine Vorräte, ist unser Treibstoffproblem nun gelöst. Treibstoffreserven gesichert, Rest eher problematisch. Ich rechne mit weiteren Anfragen zur Gewährleistung optimaler Vorratsbestände. Zweifellos, keine Armee überlebt ohne Vorräte, aber Vorräte erscheinen nie aus dem Nichts. Dann werde ich bestimmt bald wieder von dir hören, Quartiermeister. Das denke ich auch mal. Aber sowas von. Aber allgemein ist es gut verlaufen, würde ich sagen. Ja, ist echt gut verlaufen. Wir haben jede Menge Necrons getötet. Da können wir upgraden. Da können wir richtig gut upgraden nach dem ganzen hier. Die nächsten 6 Anglister der Electromages. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber ich in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüss. Salut.